Mein Forschungsgebiet ist die Soziologie, das heißt, ich frage nach den Grundprinzipien und den Regeln des sozialen Zusammenlebens, aber auch nach den Entwicklungstendenzen der Gesellschaft und auch nach ihren Problemen und Fehlentwicklungen. Ich habe mich lange Zeit mit der Frage beschäftigt, warum wir so leben, wie wir leben, und bin dann zu der Einsicht gekommen, dass da Zeit eine wichtige Rolle spielt, dass Beschleunigungstendenzen die Art, wie wir unser Leben führen, ganz zentral dominieren oder jedenfalls beeinflussen. Und diese Einsicht, du musst auf die Zeitstrukturen schauen, um Gesellschaft zu verstehen, die habe ich wie einen Durchbruch erfahren. Und das hat sich dann später nochmal wiederholt mit dem Resonanzkonzept. Als ich auf diesen Begriff gekommen bin, dass unser Leben da gelingt, wo wir in Resonanz treten mit der Welt, das war eine Einsicht, die mich fasziniert und elektrisiert hat und die mir irgendwie sowas wie ein Durchbruch bedeutet. Auf dem Forschungsfeld der Soziologie und der Gesellschaftstheorie sind die großen Probleme, die großen Fragen sehr nahe an den großen Fragen, die die Gesellschaft selbst umtreibt. Ich glaube, wir haben es mit drei großen Krisen zu tun: der ökologischen Krise auf der Makroebene unseres Lebens, der sozialen Krise, auf der Zwischenebene, auf der Mesoebene, die uns zum Beispiel jetzt den Krieg zurückgebracht hat, und mit so etwas wie einer Psychokrise auf der Mikroebene, die mit uns als Individuen zu tun haben.